So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Lies of P. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Bahnhof hier erforscht, der ja quasi Level Recycling ist. Und zwar, weil wir hier im Startgebiet quasi sind und das nochmal spielen. Nur, dass wir dieses Mal keine Puppen als Gegner haben, sondern Verfallene. Und das finde ich nicht ganz so schön, muss ich ehrlich zugeben. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr blöd. Weil wir im Grunde genommen das gleiche Gebiet, was wir schon mal lol. Komm mal ran hier. Ich will den Dicken da gerne alleine bekämpfen, wenn es möglich ist. Genau gesehen, Bro. So, jetzt muss ich einmal tatsächlich einmal Auge machen, ob hier noch mehr sind. Ich würde mir den einmal kurz hier reinziehen. Guck mal her, Fetti. Hello. Ja, da ist nämlich schon direkt der nächste. Ja, ach da kommen sie doch schon wieder alle zu Hunderten jetzt. Perfekt, Bro. Genau das wollte ich vermeiden. Genau das soll ich vermeiden, aber... Oha. Stand ich denn da jetzt noch so lange rum, ey? Hallo, Bro, du bist langsamer und fetter als weiß ich nicht was. Wieso darfst du mich so oft treffen? Lass ich ja jetzt schon wieder alles nicht hier. Okay. Weniger treffen, er darf mich sogar töten. Frechheit. Absolute Überfrechheit. Okay, wir machen das anders. Wir machen es deutlich langsamer dieses Mal. Ich klebe viel zu sehr an dem. Der hat viel Reichweite. Also, was hat Reichweite? Der hat halt so Around-Angriffe. Beziehungsweise der haut halt innerhalb seiner Bubble da, haut der gut zu. Ne? Der haut halt innerhalb seines Radiuses, da haut er sehr gut zu. Und das müssen wir respektieren. Sonst kriegen wir wahrscheinlich ganz schön auf die Fresse. Clear mal einmal tatsächlich kurz. Ne, wobei eigentlich das über. Da hinten ist eine Kiste. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich noch holen. Ich will ihn eigentlich haben, bevor mir die Leute auf den Sack gehen. That's what I'm talking about. Ich will ihn eigentlich hier haben. Weil sein Wut-Move ist so unfassbar. Der hat... Guck mal, wie wenig Reichweite der hat. Und dann können wir ihm nämlich jetzt hier ordentlich eine verpassen. Sehr schön. Und jetzt können wir das Gebiet hier vernünftig und in Ruhe clearen. Ja. Willkommen in der Stadt Krat. Zu Ehren von Valentinus, der den Grundstein des Ursprungs errichtete. Schön, Valentinus. Hast du gut gemacht. Irgendwo war da hinten ist aber auch noch ein Hund, ne? Da beeil dich mal ein bisschen. So, das sind Standardgegner, die sich sehr gut staggern lassen. Kommst du auch? Oder brauchst du eine extra Einladung hier? So. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall da hinten noch rüber. Und da steht auch nochmal irgendwas Großes. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich da schon so... Ob ich den nicht lieber pullen möchte. Habe ich noch einmal zum Pullen? Ich muss mal einmal gucken. Habe ich noch was zum Pullen? Bestimmt. Ja, ich habe zum Beispiel noch schon scharfes Rohr. Yeet? Hä? Yeet? Und das ist aber nur so einer. Okay.
Vor denen muss man jetzt nicht unbedingt dermaßen viel Angst haben. Ja, wobei er mich jetzt zweimal ordentlich gehittet hat. Ja, aber nochmal so einen fetten. Irgendwas stampft hier ordentlich durch die Gegend. Was du denn da für einer? Oh, du bist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, bist größer als die anderen, wa? Du bist größer als die anderen. Ich habe nicht nur das Gefühl. Hm, du bist so eine fette Puppe. Nur als Verfallener, ne? Fuck. Okay, das ist nicht gut. Langsam. Oh mein Gott, what the fuck. Guck mal, was ist für eine Range, Bruder. Los. Ei. Du hast ordentlich an meinen Pulszellen gesaugt, mein Lieber. Bin ich nicht in Ordnung. Oh, Bruder, ey, was ist das hier für ein Gebiet? Also das ist halt das Startgebiet in Verfallen. Weiß nicht. Also finde ich wirklich, feiere ich echt nicht. Dass der Bahnhof soll in Verfallen, okay, Killer. Aber das hier finde ich einfach nur noch wack. Was ist das denn? Fuck. Das ist eine... Ein Hammer, ne? Große, stumpfe Waffe. Ja, ist eine Entschlossenheitswaffe. Gibt ja auch Sinn bei groß und stumpf, ne? Da will man einfach nur zuhauen. Wir sind dafür einer. Guck mal, Runa, ne? Ja, komm, zeig dich mal, Bro. Der andere hat mich auch schon gespottet. Ja, die haben, nee, der hat mich nicht gespottet. Okay, dann mache ich mich mal ready. Der macht Störung. Ich fasse es ja nicht. Okay, das ist ja assi. Ey, ihr Arschlöcher, ne? Wirklich. Also, ich fasse es ja wohl nicht. Ja, sogar diese verkackten Frösche da von Dark Souls habt ihr euch habt ihr imitiert, ey. Die hätte da ruhig rauslassen können. Oh ne. Ja, aber der kann ja nichts. Das ist eine normale Puppe. Weg mit dir. Ja, also das war ein kerniges Gebiet. Also hier durchsprinten, das wird später, glaube ich, lustig. Wenn ihr jetzt hier nicht mit dem absoluten Über-Shortcut kommt, dann wird das hier, glaube ich, ein echtes Problem. Boah, das hört sich gar nicht gesund an, ey. Ah, guck mal, er kommt auch an. Ich warte schon auf dich, mein Lieber. Und zing! Boah, Digga, die lassen sich davon nicht staggern. Ist das assi. Ist das assi. Ja toll, Bro. Und ich habe noch eine Pulszelle. Da chillt so ein Koloss. Ja sicher, oder? Juckt er sich denn für mich, wenn ich an ihm vorbeisteppe? Ja, ich muss da wahrscheinlich rein, ne? Ja, er juckt sich auf jeden Fall für mich. Alright. Dann versuchen wir mal unser Glück. Brauche unbedingt mehr Ausdauer, Freunde. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch meinen Ausdauer skillen. Ja, scheiße, Bruder. Das ist nicht gut. Tja. Einmal Heilung, einmal Heilung. Also wir konnten ihm jetzt gut zusetzen mit der Fabelkunst. War gut.
Er hängt ein bisschen an der Laterne fest. Das ist auch gut. Ja, das ist nicht so gut. Okay. We got it. Alter Vater, ey. Was ein Gebiet. Ah, da ist ein Stargazer. Oh ja. Am Arsch. Moment, ich aktiviere den. Ich aktiviere den, aber das müsste ja dann eigentlich, müsste ja dann eigentlich ein Elite-Gegner jetzt hier gewesen sein, der nicht wiederkommt, wenn jetzt hier ein Stargazer ist. Weil der kommt hier wahrscheinlich nicht rein, ne? Ja gut, selbst wenn ich jetzt drauf gehen sollte. Ich will das Item da hinten haben. Weil nichts mehr zum Healen und da vorne wartet einer auf mich. Ich habe den ums Eck schon gesehen, da. Da sehe ich ihn schon wobbeln. Moin, Großer. Das ist gut. Damit können wir theoretisch nochmal... Nein. Stein. Ach. Hab ich nicht mehr. Ich hätte gerne mal so einen Vollmondstein hier. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall einen Stargazer gefunden. Und mit diesem Stargazer werden wir jetzt einmal nach Hotel Grat. Und vielleicht... Also ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich vielleicht noch ein bisschen was in Ausdauer skillen sollte. Ausdauer könnte hilfreich sein. Und dann spielen wir jetzt noch ein bisschen und dann machen wir gleich Feierabend. Wo ist denn wieder die Troller? Da oben ist sie doch. Reicht das denn überhaupt? 12,8? Reicht das? Ich habe ja auch ein bisschen was auf Tasche noch. Aber das reicht tatsächlich. Dann würde ich sagen, ich gehe noch einmal in Technik. Technik 30 und dann ziehe ich jetzt gleich Vitalität und Ausdauer nach. Das heißt, die nächsten 6 Level gehen nicht mehr in Schaden, sondern in Technik und Ausdauer. Habe ich noch Quarz auf Tasche? Einen, ne? Na gut, damit komme ich ja nicht besonders weit. Ich habe auch noch 3 Legionsstecker dabei, aber die kann ich halt auch nicht gebrauchen. Ich habe ja meine Legionswaffe tatsächlich gefunden, die mir sehr gut gefällt. Die mir sehr, sehr gut gefällt. Gut, dann sind wir zurück beim Stargazer. Das war tatsächlich ein Elite-Gegner. Das heißt, der spawnt nicht neu. Und wir können hier weitermachen. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Moin. Ich suppose you'd like to buy anything. Sorry. I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Okay. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something, and you'll help both of us. Okay, was hast denn du Feines? Streugranate, Wurfkugel, Militärschaufel, Legionskaliber, alchemistischer Booster. Korrosionsdings, das könnte hier natürlich interessant sein, ne? Für 2,2k. Oh, warte mal, das Märchen mit den 3 Brüdern. Der erste Teil ist abgerissen. So lebten in Grat ein Techniker, der die 3 freundlichen Puppenbrüder schuf, ein Alchemist, der die Puppen zum Leben erweckte und ein Stalker, der missratene Puppen wieder in Ordnung brachte. Die 3 Brüder bauten den Werkstattturm der Handwerker und fertigten phänomenale Puppen. Die Puppen wirkten lebendig, die besseren von ihnen halfen dem Volk und von Grat und arbeiteten hart, tanzten und sangen Lieder. Die Leute waren äußerst erfreut und alle waren glücklich. Sie sagten, dass das alles den 3 Brüdern zu verdanken sei, denn die 3 Brüder lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, chillig. Moment, ich muss jetzt noch einmal kurz einmal was nachgucken. Ich will nämlich einmal... Stargazer. Ne, das ist gut. Ich habe nämlich da noch was im Ohr, dass wir noch ein so ein verschlüsseltes Gefäß hier finden können, meine ich. Aber ich kann auch falsch liegen. Also sein Korrosionsding ist vielleicht nicht so ganz schlecht, aber im Moment kann ich es noch nicht gebrauchen. Oh, was ist denn jetzt los? Bosskampf? Nee, oder? Ach. Scheiße.
What the fuck? Kann ich dazu nur sagen. Na klasse. Ja, super. Whoa. This used to be the workshop's transportation base close to Krat Central Station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know this. Oh, da geht Störung hoch bei mir. So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Krat and keep moving. Ja, das ist natürlich Katastrophe, dass diese kleinen Dinger machen Störungen. Ei, okay. Okay, Bro, du dürftest mich ein bisschen weniger staggern, wenn es geht. Okay, Moment, ich muss hier weg, sonst sterbe ich gleich. What the fuck? Alter, nicht im Ernst, ey. Habe ich noch irgendwas gegen Störung? Nee, ne? Störungswiderstand. Hab ich irgendwas, was da besser ist? Brechen? Nee, nee. Der hier, plus 15. Der ist zwar in allem anderen schlechter, aber der macht plus 15 Störungswiderstand. Das ist halt schon gut, ne? Was ist hier hinten noch? Ist hier hinten noch irgendwas Spannendes? Kann ich das kaputt machen? Ich kann das kaputt machen. Okay, das ist wiederum brauchbar. Wenn man die kaputt machen kann, ist gut. Dann nimmt das ja relativ zügig ab mit der Störung. Alright, dann habe ich nichts gesagt. Das heißt, wir machen erst die Dinger kaputt. Oder wir ziehen uns die Gegner langsam aber sicher dann da raus. Dann ist gut. Brief eines Liebhabers. An meinen geliebten Gideon. Die Welt stirbt. Dutzende Male am Tag höre ich Nachrichten über die Epidemie. Sollte ich dich zudem nicht sehen können, könnte ich ersticken und sterben. Okay. Moment, fuck, da war noch eine zweite Seite. Scheiße, da, ne? Da, genau. Sollte ich dich zudem nicht sehen können, könnte ich ersticken und sterben. Ich warte heute Abend wie gewohnt am Schild auf dich. Komm nicht zu spät, mein Schatz. Ja, das wird eng mit euch, Leute. Das zeige ich euch jetzt schon mal so, wie es ist. An eurer Stelle nicht allzu viel Hoffnung machen. Alright, also da drüben geht's auch noch irgendwie hin. Jetzt müssen wir erstmal dich hier gleich debaten. Da ist ein Shortcut. Boah. Ja, ja. Fang mal an hier rumzufuchteln. Funktionieren diese Shortcuts denn auch oder sind die nur. Ne, die funktionieren tatsächlich. Spannend. Hier soll ein Schmetterling sein. Was ist denn das für eine? Ach du Scheiße, Bruder. Hier geht's jetzt aber. Also jetzt meinen sie es aber ernst, ne? Und jetzt wollen sie einen, aber jetzt wollen sie einen haben hier. Das ist schon geil, dass man so irgendwie rumtänzeln kann mit dem Katana. Das macht das Game schon. Also ich finde. Dieses Moveset ist wirklich unique und richtig geil. Also das ist richtig, richtig klasse, dieses Moveset. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, um den Shortcut freizuschalten, werde ich wahrscheinlich an dem... Das ist sogar ein lilaner, ne? Da ist was verschwunden, der Bree. Schon wieder vorbei mit dir? Er hat offenbar keine Lust mehr gehabt. Hier, ah, da. Da hinten ist er. Hm. Ja. Nein, jetzt ist er weg. Das war ärgerlich. Ne, der ist runtergefallen. Deswegen habe ich den... Ich habe den trotzdem bekommen. Der ist runtergefallen. Okay, sehr gut. Also mit dir muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, Bro, dann lass mal gucken. Was machst denn du so? Ah, Digga, der haut noch zweimal zu danach. Moment, blocke ich, während ich diesen Wirbel mache?
blocke ich da? Kann ich da einen perfekten Block ausführen? Während ich den Wirbel mache, habe ich das gerade richtig gesehen? Das wäre ja noch mal geiler. Right. Also ich glaube, ich habe mich doch mehr in diese Waffe verliebt, als ich zugeben möchte. Oh. Moment. Hau mal zu. Ja, ich kann damit perfekt blocken. Wenn die mich angreifen, während ich in diesem Wirbel bin, blocke ich. Wie cool ist das denn? Das ist ja der Burner. Alter, wie viele Wege haben wir hier bitte wieder? Aber hier ist ein Shortcut. Das heißt, wir sollten da unten vielleicht zuerst hin. Da ist die Wand an, Bruder. Das ist ja der absolute Oberknaller. Die Waffe wird ja immer geiler. Gehen hier Bundesergo-Fragment, alright. Noch irgendwie was Cooles? Hier steht nochmal was, ne? Man sagt, wenn Kristalle am Boden auftauchen, ist das ein Zeichen für die Endzeit. Was? Das Ende, es ist das Ende, wir werden jetzt alle sterben. Jetzt wird jeder sterben. Okay, die Leute werden langsam panisch. Ey, du, ich kann es auch verstehen. Also wenn da Kristalle aus dem Boden wachsen würden, würde ich auch nicht schlecht staunen. Moment, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ah, das ist der Weg. Hätte ich da den anderen umlaufen können? Hier liegt ein Item, ne? Dann geht's da unten vielleicht doch weiter. Ja, Reinigungsampulle. Ich glaube, hier war der Fetti, ne? Was ist das? Jetzt gleich gegen den Fetti gekämpft hab? Ne, passt nicht. Hier ist ein neuer Fetti. Okay, das ist, Das ist cool. Der kontert ja dann sogar automatisch. Aua, au, ei. Okay, das war nicht so. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der hat mich ziemlich hardcore. Ziemlich hardcore gelöscht, der Bruder. Hui, spannendes Gebiet. Also zieht auf jeden Fall ordentlich an. Ja, sehr, sehr krass. Also finde ich wirklich sehr, sehr krass, das Gebiet. Und gefällt mir auch ganz gut, ne? Das muss man dazu sagen. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Respawnen die nicht? Lagen, hä? Da drüben liegt auch noch was. Aber da war ich auch noch nicht, ne? Moment, ich kann hier durch. So geil, Digga. Das ist wirklich so cool. Ey, das macht so mit den Blocken so viel einfacher. Okay, an ihm ging es aber auch noch vorbei. Und hier unten lag auch noch ein Item. Hier. Ich meine hier, ne? Ich meine, hier lag ein Item. Ja, hier liegt ein Item. Aber an ihm ging es noch vorbei. Er fällt nicht runter, ne? Der ist jetzt sauer, der kommt jetzt durch den Shortcut. Shit. Komm ran hier. Hallo, kannst du bitte den markieren? Also entweder blocke ich damit, dann ist alles cool, oder ich blocke damit nicht, dann habe ich aber einen... ...nicht einen starken Angriff durchbringen. Also ist egal, wie du es drehst und wendest, diese Attacke ist richtig cool. Okay, man muss sie natürlich nur auch aufladen dürfen, ne? Ja, das durfte ich jetzt nicht. Jetzt durfte ich sie aufladen. Ich möchte halt noch einmal gucken, was auch da vorne war und so. Hier geht's halt überall noch lang.
Bei ihm ging es tatsächlich gar nicht. Hier ging es nicht weiter. Okay, das sah nur so aus, als ob es hier weiter ginge. Okay, gut zu wissen. Das hier kann ich mich entspannt zurücklehnen. Dann muss ich den Kristall hier nochmal kaputt machen. Da oben ist halt auch noch irgendwie eine Kiste und so, ne? Da muss auch noch irgendwas gehen. Muss mich hier, glaube ich, nochmal ein bisschen durchkämpfen. Jetzt auch, also hier geht es definitiv nicht weiter. Da ist dieses, da ist das hohe Ding, also ne, der Höhenunterschied. Was ist zum Beispiel hier noch? Hund. Zwei Hunde. Habe ich noch was zum Werfen? Jed? Okay, ich habe natürlich nicht getroffen. Störungshunde. Oh fuck. So. Störungshunde, so far so good. Das ist nämlich auch noch was. Oh nein, oh nein. Ich muss unbedingt diesen Kristall loswerden. Mach ihn platt, weil er mich umbringt. Ja. Yep, yep, yep. Okay, das ist gut, das ist gut. Dann werden wir jetzt einmal kurz warten, bis die Störung abgeklungen ist. Und laufen dann einmal den anderen Störungskristall noch plätten. Den da. Und dann gucken wir uns nochmal an, was hier noch ist. Irgendwie muss hier noch einiges gehen, Freunde. Okay, das ist der Weg tatsächlich hier runter, wo jetzt gleich der, genau hier, jetzt bin ich hier. Da unten ist dann der andere Tönnis. Okay, verstehe. Also hier ist, hier sind wir dann bei dem Kollegen, wo der Höhenunterschied ist. Kommt hier irgendwie einer rübergesprungen? Das sieht aus, als könnte man hier eine perfekte Falle einbauen. Aber nein. So weit sind sie ganz freundlich zu uns. Okay, dann gehen wir hier nochmal schauen. Einmal luschern. Hello, hello. Anyone here? Nix? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass hier tatsächlich so ein Seitenbereich ist, wo nix ist. Ja gut, aber dann wissen wir, wo es weitergeht. Das heißt, wir müssen nach vorne lang. Dann müssen wir uns jetzt mit dem einen Tönnis nochmal anlegen. Dem großen Kollegen da. Du da bist uninteressant. Mit dir haben wir uns gerade angelegt. Aber hier oben ist nämlich noch eine Kiste. Und irgendwie muss man da ja noch hinkommen. Aber wer weiß, wo uns der Weg noch so hin verschlägt. Wir wissen ja alle nicht, wo wir hier noch alles lang können. Also es ist schon sehr verzwickt, die Karte. Das will ich nicht abstreiten. Da hinten war ich jetzt, ne? Das Item mitnehmen. Yep. Okay, und hier vorne bin ich jetzt gleich drauf gegangen. Das heißt... Wait, what? Okay, ich dachte gerade, wo. Da ist nämlich noch die Kiste, die wir... Eine Kiste? Ja, ne? Muss nur eine Kiste sein. Okay. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Es bleibt ja nicht aus. Dahinter steht er nämlich schon. Wartet schon wieder ganz geil drauf, mich anzugreifen. Okay, wir werden versuchen, besser zu parieren. Okay, hat überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt mal nicht funktioniert. Da hast du jetzt mal Damage gekriegt, mein Lieber. Boah, der haut aber auch Schlagkombos raus. Meine Herren, ey. Okay.
gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Na, ach, Mann. Du bist so ein kleiner Nuttensohn, ey. Scheiße. Das ist doch wirklich wieder sowas von annoying hier gerade. Also wirklich. Ja, komm, dann pushen wir jetzt einfach zu ihm durch. Als die ganzen anderen Hater, die hier noch chillen. Wie gesagt, ich pushe jetzt einfach durch den Shortcut hier durch. Wir werden wahrscheinlich von ihm hier approached werden, aber vielleicht checkt er es auch gar nicht. Ne, er checkt es gar nicht. Okay, ich mache einen Abgang. Wie gesagt, also ihn muss ich auf jeden Fall legen. Das hilft alles nix. So, mein Bester. Neuer Versuch, ne? Das ist viel. Egal. Okay, okay, aber wieso lädt der manchmal den Angriff dann auf? Okay, da war ich eindeutig zu. Da war ich eindeutig zu früh. Nee! Och Mann, diese Dreier-Kopfnuss-Kombo ist ja wohl wirklich der letzte Rotz. Die ist ja wohl wirklich der letzte Rotz. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Da haben wir doch wieder das Spaßpaket abonniert hier. Diese Dreier-Kopfnuss-Kombo, ich fass es ja wohl nicht. Was ist er denn für ein kleiner Hurenschmock? Ja, guck nicht so blöd, du Händler, ey. Ich hätte es auch lieber anders, okay? Frag mich auch, warum ich jetzt hier zum dritten Mal dran vorbeilaufen muss. Ah, piss dich. Gar keine Zeit für dich, Bruder. Okay. Alles klar, komm her. Gibt es doch wohl nicht. Wieso darf das wieder treffen? Gibt es nicht. Wieso darf das treffen? Dankeschön. So, jetzt. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wieso darf das treffen? Ich habe doch das geblockt mit meinem geilen Dreher. Ich habe das nicht geblockt mit meinem geilen Dreher. Kannst du dich bitte heilen? Ich habe das schon wieder nicht geblockt. Ich blocke das schon wieder nicht. Ich blocke doch schon wieder nicht. Du musst dich heilen, Bro. Jetzt würde ich dich gerne mal in deinen überwältigenden Modus legen. Ja, okay, das siehst du halt irgendwie komplett anders. Bist du gar nicht der Freund von, ne? Von diesem überwältigenden Modus. Findest du richtig kacke? So, und jetzt hit the fuck down. Du kleiner... Oh, da musste ich jetzt einmal kurz, ja, das war jetzt wirklich ein vorrichtig sauer werden. Also es gibt nichts Nervigeres als so Standardgegner. Aber wahrscheinlich wird das ein Elite-Gegner gewesen sein. Ich hoffe für das Spiel, dass das ein Elite-Gegner gewesen ist. Ja, wenn ich den nochmal bekämpfen muss, dann wäre ich aber weich in der Birne. Ja, da grunzt mich doch schon der Nächste wieder an hier. Das kann doch nicht angehen. Ey, die sind ja wirklich nur noch die fettesten Fettis von Fettsackhausen am Start. Die alle Beef wollen. Ey, hier ist ein Stargazer. Cool. Da können wir mal einmal unser Zeug aufladen. Das ist schön. Was sind wir denn hier überhaupt gerade? Eingestürzte Straße. Mhm. Moment, der Kahler Sumpf nicht, ne? Nee.
Nee. Joa. Ich hab grad ein Telefon gehört. Warte mal, what? Da gerade nicht irgendwo ein Telefon gehört? Ich könnte schon hier ein Telefon gehört. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Und da sind wir ja gekommen. Kann ja eigentlich nicht. Gut. Oh. Dann wieder ein Dicker. Du diesmal für einer. Ja. Was willst du da hinten jetzt von mir? Das ist ja so einer, wa? Alter, die ziehen wirklich an, gerade mit dem Schwierigkeitsgrad, ne? Also, puh, ey. Wieder so einer. Gehen wir jetzt erst nach oben oder erst nach da? Du bist eine Falle. Da möchte ich für wetten, dass du eine Falle bist. Noch einer? Du bist auch eine Falle. Nie im Leben chillst du hier alleine. Ich hab's doch geahnt, Bruder. Na, scheiße, Digga. War ich wieder zu langsam, weil er seinen Angriff auch wieder hat mehr verzögert als... Ja, verzöger doch noch mehr, Bruder. Was ist denn mit dir? Hau doch mal zu. Du Pisskopf, ey. So, weg mit dir, du Larry. Okay, cool. Wir arbeiten uns langsam aber sicher vor. Ja, das kaufe ich dir doch auch wieder nicht ab. Aber die kriegt man schnell in den überwältigenden Modus, ne? Aber die halten schon ordentlich auch aus, ne? Das muss man den schon mal lassen, also die sind... Oh. Mich erschreckt, Mann! Oh, schön! Ja, auf dich habe ich gewartet, Bro. Danke dafür. Das habe ich gebraucht jetzt noch. Schön hier so einen auf so einem Mini-Dach. Komm mal rein hier. Oh ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Oh, schön. Ja, du bist aber nicht. Oh, wow, du explodierst. Alles klar, Bruder. Danke. Werkstatttechniker, Leitfaden, Untertitel. Wollen Sie Werkstatttechniker werden? Eine Anleitung für Interessierte. Keine andere Stadt auf der modernen Welt hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als Krat, die Stadt der Puppen. Als damals der allmächtige Wie die Stadt besuchte, war sie noch ein einfaches Fischerdörfchen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Stadt, angetrieben durch die Puppenindustrie von Krat, grundlegend verändert. Die Puppen, die heute in den Werkstätten von Krat hergestellt werden, sind bekannt für die Nutzung neuester Technologie, die sie von den Produkten der Konkurrenz abhebt. Die Werkstattpuppen sind so kompliziert wie Menschen und führen die Befehle ihres Meisters so auf so natürliche Weise aus, dass man sich fragen muss, ob sie Seelen haben. Viele Konkurrenten haben versucht, die speziellen mechanischen Herzen der Werkstatt nachzubauen, aber sie sind gescheitert und haben damit bewiesen, wie mangelhaft ihre Fähigkeiten sind. Das Monopol auf den besonderen Machtstein Ergo und die Fähigkeit, dessen Effizienz zu optimieren. Genau das ist der Vorteil der Werkstätten von Grad. Aber die Anfänge der Werkstatt verliefen nicht immer problemlos. Die Geschichte der Werkstatt beginnt mit der eines legendären Handwerkers und seine Aufzeichnungen sind großartige Anleitungen für Lehrlinge. Der legendäre Handwerker G, den jeder Techniker kennt. Auf der nächsten Seite erfahren wir mehr über seine Erfolge. Ausgelassen. Okay. Ja, da vorne scheint es mir schon fast weiterzugehen. Ich bin ein wenig... Kann ich hier runterspringen, ohne dass ich drauf gehe? I don't know, ne? Und ist nochmal so einer. Man muss ja eigentlich... Aber hier ist eine Leiter.
Wo führt mich die denn hin? Das ist da, wo die Hunde sind, mit den Störungen, die Störungen gemacht haben. Kann sein. Das ist der Stargazer hier, den ich vorhin aktiviert habe. Ja klar. Moment, nee, dann bleiben wir aber erstmal noch hier. Wir sind ja hier genau richtig. Wir wollten nämlich einmal, dann wollte ich einmal nochmal hier unten gucken gehen. Autsch, 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 autsch. Ja, okay, das hat irgendwie wieder nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Bin noch nicht so ganz im Bilde davon, wann das denn jetzt klappt. Aua, aua. Ah, darf ich das vielleicht ausweichen, wenn es geht? Dankeschön. Ich bin mir noch nicht so ganz im Bilde, wann das denn jetzt hier wie funktioniert. Also hier ist auch nichts mehr, ne? Ne. Okay, also wir haben den Shortcut freigemacht. Das heißt auch, da oben geht es weiter. Die Sache ist halt nur die, kann ich da problemlos runterspringen? Weiß ich nicht. Wir müssen jetzt aber gleich auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier mal das ausprobieren. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren, ob ich hier problemlos runterspringen kann. Also, ich würde erstmal sagen, ja, das geht. Oh, der explodiert. Ja, ich bin so ein Dulli, ne, dass ich das immer wieder verchecke, dass diese Viecher explodieren. Das habe ich schon bei den ersten Explosionspuppen ständig vergessen. Beziehungsweise bei diesen Verfallviechern habe ich das ja vorhin auch vercheckt, dass die ja noch explodieren können zusätzlich. Dicke, fette Kiste oder was? Ja, sicher. Give it to me. Was haben wir denn da Schönes? Ein Quarz vielleicht? Quarz wäre geil. Spezielle Kratversorgungskiste. Okay, damit können wir wieder Polendinas Laden auffüllen. Auch gut. Vielleicht verkauft er mir dann endlich mal diese blöden Steine, die ich brauche, um diese Bosswaffe auf plus 4 zu bringen. Das wäre mal dunkel. Ach, das ist wieder nur der halbe. Ich brauche diesen Vollmondstein. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal einmal zum Leuchtfeuer. Resetten da einmal. Ja, und dann nutzen wir hier diesen Shortcut direkt und gucken mal, was passiert. Oder wir machen gleich einen Cut. Wir gucken mal. Wir gucken auf jeden Fall noch einmal um die Ecke da gleich. Aber erstmal will ich jetzt gucken, was mit Polendina verkauft, wenn ich ihm jetzt die nächste Versorgungskiste mitbringe. Ne? Muss ja irgendwas bringen. Zu Stargazer teleportieren. Genau, ab nach Hotel Krat. Ich habe ja noch eine Versorgungskiste gefunden. Gut. Dann einmal zu dir. Ich werde sowieso nicht leveln können, aber ich kann ja mal einmal gucken, ob du was für mich hast. Einmal Ware hinzufügen, bitte. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. So, was verkaufst du mir denn jetzt? Ja, Vollmondstein des Bundes, das brauche ich. Das brauche ich. Verbessert bis zu plus 5. Und der hat sogar 3 Stück davon. Boah, für 8k, also 16k und ein für 6,5k. Ich habe, glaube ich, also da 16k wird eng, aber 6,5 kriege ich hin. Ich habe ja schon 6,2. Ja, 16k wird eng. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich nutze mal einmal den hier. Aber 8k kriege ich vielleicht hin. Muss ich mal einmal gucken, was habe ich denn noch so auf an Ergo auf Tasche. Yes, give me that. Give me that. Yippie, wir können die Waffe verbessern. Aber wahrscheinlich kostet mich das auch nochmal 500 Ergo oder so. Ich hau mir mal 1000 Ergo rein. Dann müsste ich auf jeden Fall genug haben, um meinen Katana nochmal zu verbessern. Auf jeden Fall, gib her. Gib her, gib her, gib her. Plus 4, jawohl. Jetzt brauchen wir 2 davon und Polendina hat sogar noch 2 und ich brauche 16.000 Ergo dafür. Das werde ich nicht schaffen. Was habe ich denn auf Tasche? 14.000. Das würde für ein Level-Up reichen, ne? Aber
Alter, das ist ja so GG. Das müssen wir auf jeden Fall, ich kann bei ihm ja auch noch Sachen verkaufen, ne? Ich habe 14.000, wie viel hatte ich auf Tasche? 14.900, ne? Kann sein, es wären 15.000. Verdammt. Warte mal, 14.000 hatte ich auf Tasche. Ich muss genau wissen, wie viel ich habe. 14.900, also brauche ich 1.100, dann wären wir bei 15.000. Ich muss also 1.100 bei ihm hier noch irgendwie in, von Gegenständen verkaufen. Schaffe ich das? 1.100, was habe ich denn? Also Quarz auf keinen Fall. 40. Davon kann ich doch 10 Stück verticken. Die benutze ich sowieso nicht mehr. Dann haben wir 1.500. Und dann fresse ich mir... Ja, Mann! Und jetzt fresse ich mir die ganzen Seelen hier rein. Also die ganzen Runen rein. Mein Gott, das ganze Ergo rein. Und dann können wir uns nochmal 2 Upgrades leisten, Digga. Ja, und dann muss ich nochmal ein bisschen Geld benutzen. Ich glaube, das müsste sogar reichen. Das müsste sogar reichen, um die sogar noch benutzen zu können. Ich kann beide kaufen. Gib her. Ja, sicher. Jetzt machen wir daraus plus 5. Give it to me. Give it to me. Oi. Mehr geht nicht. Also plus 5 ist Maximum. Plus 5 ist also Maximum. Kann ich mit dem Griff noch irgendwas verändern? Nee, ne? Griff ändern, Technik, Kurbel. Nee, das ist keine Anwendung mehr möglich. Also der Griff, also gut, ich kann das Scaling auch nicht mehr verbessern, ne? Also da könnte ich jetzt allerhöchstens, ja, warum soll ich das tun, ey? Junge, jetzt geht's einfach nur noch ab. Die Waffe ist plus 5, besser geht's nämlich nicht mehr. Die macht immer noch mehr Schaden, ne? Die ist halt im Ansatz nicht so schnell. Die ist halt nicht mehr im Ansatz so schnell. Ey, ich bin so happy. Wir haben jetzt eine richtig fette plus 5 Bosswaffe. Mehr geht nicht. Also das ist... Upsala, ich bin falsch. Ich wollte hier hin. Mehr kann man auf einer Waffe nicht drauf verzaubern als plus 5. Und jetzt geht's nur noch ab. Jetzt werden wir die nur noch löschen, die Tünnisse. Ich sag's, wie es ist. Jetzt werden die alle nur noch deleted. Jetzt werden wir noch ein bisschen in Leben und... in Leben und Ausdauer skillen. Und danach, wenn wir beides auf 30 haben, skill ich danach nur noch. Warte mal, wo war denn. Hä? Ich konnte doch noch irgendwo. Wo war denn der Shortcut? Ich habe doch hier einen Shortcut freigeschaltet. Hier, ne? In der Ecke war der, genau. Und dann kann ich nämlich, wenn ich beides auf 30 habe, dann scale ich nur noch Technik. Für den Fall, dass es noch so weit kommen sollte. Guck mal, er ist sauer. Jawoll. Jawoll, Alter, die hämmert ja unnormal zu jetzt, die Waffe. Richtig geil. Richtig, richtig awesome. Alter, die haut jetzt wirklich nur noch zu, die Waffe. Jetzt geht's einfach nur noch ab. Oh, wer bist denn du? Du siehst irgendwie größer und stärker aus als deine Mitstreiter. Oh, oh. Ja, ja, scheiße. Ei, okay, das war ein guter Angriff. Damit hatte ich jetzt tatsächlich erstmal nicht gerechnet. Kannst du bitte heilen? Pinocchio, what are you doing? Pinocchio, what are you doing? Kannst du heilen? Ja, Bruder, da macht sie auch wieder diese verkackten Wutangriffe und lässt mich auch wieder nicht mit meiner fucking Waffenfähigkeit blocken hier, ne? Okay, den Boss müssen wir jetzt aber in dieser Folge noch legen. Bosskämpfe, Cliffhangern ist assi. Ja, die hat ein wildes Angriffsmuster. Okay, Pinocchio, du könntest mal aus dieser wunderbaren Ecke hier raus. Vielleicht mal dich... Ja, okay, ich teleportiere mich demnächst auch einfach hinter dich. Was ist los, Bruder? So, du könntest jetzt mal in den... Lava.
Ja, Bruder, ist okay. Okay, aus welchem Grund auch immer, da ich mich jetzt da keine. Wieso machst du das denn jetzt wieder nicht? Die hat ein ultra asoziales Angriffsmuster, die Dame. Jetzt würde es mal sehr passen, wenn du dich mal überwältigen ließest. Scheißdreck, Bruder. Ja, Bruder, ist gut. Ja, darf ich bitte was machen jetzt? Digga, deine Mutter, du bist so fucking ugly, ey. Ich hoffe wirklich... Oh, ich darf noch. Okay, aber der nächste Angriff. Ja, okay, warum er auch immer das wieder nicht blockt, wenn ich dann den Wirbelwind mache. Man blockt ja alle anderen Angriffe, nur die, die... Ach, Digga, da bin ich doch schon wieder völlig raus. Da bin ich doch schon wieder absolut... raus, Bruder, da weiß ich doch schon wieder gar nicht mehr, was ich machen soll. Versuchen wir den Spaß doch noch. Aber die Bosse werden teilweise jetzt aber kernig. Also ich... vielleicht mache ich... Also Schildbruch ist, glaube ich, besser bei ihr, ne? Ach komm, der Scheiß auf den. Vielleicht ist Schildbruch hier wieder der Shotcaller. Ah, Bruder, okay, sie macht das direkt. Sie geht direkt voll Störung oder was? Ja, ja, ach. Okay, ja, ne, ist ja auch, warum auch? Warum sollte man da auch den Block seiner Waffenfähigkeit durchbekommen? Das ergibt ja auch alles schon wieder überhaupt keinen Sinn hier. Jetzt. Oh, warum ich dem jetzt ausweichen durfte, ist mir schon wieder alles schleierhaft. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber jetzt gehst du bitte mal in diesen überwältigenden Modus rein hier. Nee, stattdessen machen wir lieber zwei von dir. Du gehst mir einfach doppelt auf den Sack. Was hältst du davon? Oder findest du gut? Hallo, chill out, girl. Ladies, one at a time. Da ist genug von mir für alle da. Ja, perfekt. Ja, ja, ja. Ach, Digga. Ja, Digga, ist ja gut. Ist ja gut. Wie komme ich drauf? Dass du vielleicht mal in diesen überwältigenden Status reingehen solltest. Ich treffe dich jetzt zum gefühlt 90. Mal. Hallo, ja. Wäre doch mal ganz cool, oder? Wenn du mal in diesen Status reingehen könntest. Ja, wäre aber auch ein bisschen viel verlangt. Ja, ich sehe das auch so. Ist zu viel verlangt. Ist einfach zu viel verlangt. Nachdem ich 100.000 Angriffe lande und hier immer und ein paar Mal blocke und so, ist das einfach auch deutlich zu viel verlangt. Ich verstehe das. Ja, ist einfach scheiße. Ja, finde ich auch. Finde ich eine richtig kacke Idee. Ja, finde ich eine absolute Mistidee. Ja, jetzt mach die. Hallo, kannst du bitte die richtige hier anvisieren? Oh, Bruder, jetzt ist sie in diesem... Ich hab's geschafft. Lecco mio. Du bist kernig gewesen, Mädchen. Gut, dass ich sie da noch mal ein paar Mal hitten durfte.
Hätte ich jetzt nicht gewusst, warum ich die andere Troller hätte nutzen sollen. Oder angreifen sollen. Oh yo! Wenn mich das jetzt getötet hätte, ne? Und ich hätte die normal machen. Wie bitte, was? Ja, deswegen auch Point of... Da ist nochmal ein Stargazer. Ach Leute, ich kann jetzt von hier leveln. Okay, cool. Zu Stargazer. Okay. Ja, ja, alles klar. Wir müssen also zum Hotel. Das heißt, ich gehe jetzt aber erstmal hier hin. Hallo. Na toll. Ja, cool. Ich wollte auch schon immer mal so einen komischen Sinister umarmen. Piss dich mal jetzt hier. Oh! Wait, what? Ich höre ein Telefon. Cool. Yeah. Total toll hier. Ich find's super. Observation. It's about observation.